Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo von mir. Wie ihr mitgekriegt habt, in den letzten Tagen lief es bei mir nicht sehr gut. Ich habe nicht viele Videos hochgeladen, ich kam nicht weiter. Es hatte private Probleme und diese sind weitestgehend jetzt gelöst. Und jetzt möchte ich wieder ganz normal durchstarten. Vorab, alle, die dieses Video sehen, bitte, bitte entweder liked es, kommentiert oder macht beides, damit ich weiß, wie viele von euch aktiv die Videos schauen. Es ist ein Unterschied, ob Leute draufdrücken und dann direkt wieder gehen oder mein Gequatsche sich auch mit anhören wollen. Also, bitte, bitte liken, kommentieren oder eben mir Bescheid geben, wie viel ihr denn davon guckt. Gut. Das erste Thema, was ich ansprechen möchte: Der Sharks Roleplay Server ist tot. Also, da spielen, glaube ich, wenn dann noch so 2, 3, 4 Leute drauf. Ich habe das jetzt mehrere Tage verfolgt und zu den Zeiten, wo ich immer geschaut habe, es war wirklich nie mehr als 3 Leute drauf. Es tut mir jetzt sehr leid an die Leute, wenn eventuell zu Primetime dann doch 6, 7 Leute da sind. Es kann gut sein, aber es ist wirklich nichts mehr. Das heißt auch, es gibt nicht viel da zu tun. Also ich werde den Sharks Roleplay Server beenden, also ich mache da nichts mehr, ich spiele dort nicht mehr. Aber weitere Projekte, wenn Sharks mich mit einbeziehen möchte, dann werde ich da gerne weiter mitmachen. Es macht mir sehr viel Spaß und ich glaube, ich würde da auch ganz gut irgendwie mit reinpassen. Also sollte sich sowas anbieten, werde ich auf jeden Fall mitmachen. Das zweite Thema ist, ich wollte einmal Danke sagen für die über 200 Abonnenten, die ich jetzt schlussendlich doch schon angesammelt habe. Wir sind jetzt sogar schon auf 260, soweit ich weiß. Also schon recht nah wieder Richtung 300. Vielen, vielen Dank. Die 200, die kamen schon, als mein Hund gestorben ist, aber ich hatte zu der Zeit nicht die Intention, eben ein Video dafür aufzunehmen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür an euch alle. Dann das nächste Thema ist ein eigener ARK-Server, genauso wie Discord-Server. Den Discord-Server schreibe ich unten schon unten in die Chatbox mit rein. Also wenn ihr drauf joinen möchtet, kommt gerne vorbei. Dort werde ich ein paar Sachen ankündigen, da bei mir auf YouTube dieser Community-Tab noch nicht so groß ist, werde ich eben vorerst über Discord kommunizieren mit den Zuschauern. Also kommt gern vorbei. Und ARK-Server habe ich mir einige Gedanken schon gemacht. Und ich möchte gerne einen eigenen Server erstellen. Ich habe damit auch schon recht viel Erfahrung, habe schon recht viel damit gemacht. Mir schwirren so ein paar Gedanken im Kopf. Einerseits fände ich es saumäßig cool, mit ein paar Ausgewählten sowas zu machen wie der damalige Dodo Wars Server von Hand of Blood. Hand of Blood, der hat das ja eigentlich erstellt. Und Kay hat ihm dabei geholfen mit dem Balancing. Und sowas in der Art habe ich mir auch gedacht. Ihr könnt gerne auch darüber wieder das Thema gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet oder worauf ihr Lust hättet. Also für mich wäre halt so ein Dodo Wars Prinzip sehr cool, das würde ich gerne machen. Ansonsten eben ein Server mit chilligen PvP, nicht sowas Meta-Belastendes, wo dann nur Schwitzer sind, die einen den Spielspaß kaputt machen möchten, sondern wirklich, ja, no Cave Building, wir lassen vielleicht die Heavy Turrets weg, dafür Stegos weg, sowas in der Art. Also irgendwas, ja, gebalancedes, cooles, was einen auch längere Zeit Spaß machen kann und wo man sich dann vielleicht auch Ziele setzen kann und eine andere Map testet. Vielleicht sagt man, okay, mein Ziel ist es, wir starten zum Beispiel auf Aberration, dann, dass die Leute, die Bock drauf haben, bis zu Rockwell machen und da dann ihre, keine Ahnung, bis auf Alpha durchspielen und wenn das fertig ist, dann swappt man die Map irgendwann oder ja, so wie man eben Bock hat, ohne dass man da großartig Stress hat, einfach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt,
wenn man rein PvE spielt, dann catcht es nicht so. Man hat nicht so dieses Gefühl, okay, jetzt kann da ein Arsch ankommen und kann mir die Base zerbomben. Dieses Gefühl hat man nicht. Und dieses Gefühl fehlt mir im PvE massiv. Ich meine, ich spiele ja momentan mein Story Run. Der wird auch weitergehen. Aber im reinen PvE mit anderen Leuten auf der Map, das catcht mich nicht so sehr. Also, ich bin da mehr der Spieler, der sagt, okay, ich brauche doch schon so ein bisschen so einen kleinen Kick, dass ich wüsste, okay, ey, da können gleich wir ankommen und mir die Base zerbomben. Ja, also, entscheidet euch gerne. Schreibt gerne was in die Kommentare. Wenn nichts in die Kommentare kommt, werde ich da mir selber Gedanken machen. Ich muss ja mal kurz schauen, was das letzte Thema war. Ja, weitere Projekte. Das war das letzte Thema, was ich mir jetzt, wo ich mir jetzt Gedanken drüber gemacht habe. Ich möchte ja gerne diesen Kanal nicht nur auf Ark basiert haben. Ich werde sehr viel Ark spielen, weil es eben auch mit meinem mein Lieblingsspiel ist. Ich zocke es am liebsten. Aber ich möchte gerne andere Games noch bringen. Auch da, gerne, schreibt mir Vorschläge in die Kommentare, schickt mir was auf Discord, in den Community-Tab da rein. Einfach, dass ich so ein bisschen Input kriege, was euch interessiert. Und je nachdem, wie gesagt, ich spiele alles Mögliche, alles, was ihr sehen möchtet, könnt ihr gerne mal schreiben und ich werde es vielleicht dann mal anzocken, je nachdem, wie groß die Nachfrage danach ist. Aber ich habe an eigentlich jede Art von Spielen irgendwie Interesse, sei es von Simulationen, von PvE, PvP, Shooter, MOBA, alles. Alles spiele ich, Racing Games, von daher schreibt gerne was in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Gut, ich glaube, das waren alle Infos, die ich euch geben wollte. Was ich auch noch sagen wollte, die letzten Tage konnte ich nicht aufnehmen. Das lag an dem Mikrofon, weil ich mein Mikrofon zerbombt habe, kann mir schon was sagen. Ja, es liegt daran, dass ich mein Mikrofon kaputt gemacht habe. Ich bin drüber gefahren mit dem Stuhl. Das heißt, das Mikrofon, die Katzen haben drunter geschmissen. Ich bin mit dem Stuhl rüber gefahren und jetzt kann es euch mal zeigen. Provisorisch ist das mein Mikrofon. Ja, das ist normalerweise. So. Gott. Gott. So. So steht das normalerweise und es ist halt, wie ihr hier sehen könnt, hat das einen riesen Knick. Das steht nicht gerade. Also, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich werde mir ein neues besorgen, aber das wäre auch nochmal ein Riesenproblem für mich. Gut. Aber jetzt solltet ihr soweit auf dem Stand sein. Wie gesagt, joint gerne den Discord, kommt gerne vorbei, redet mit mir dort. Ich bin für alle Fragen offen. Und ich sag's nochmal, liken, abonnieren, alles, was mir irgendwie helfen kann. Ich danke euch.